liebe Freunde, guten Tag. Hier sind wir wieder im Sepals in der Langen Straße in Weringhausen. Und das Thema dieses heutigen Impulsvortrags lautet nochmal, wie auch schon in der letzten Woche, Identitätspolitik. Und in diesem Zusammenhang wollte ich auch eingehen auf bestimmte Überlegungen des französischen Sozialtheoretikers Pierre Bourdieu. Das ist eine Möglichkeit, sich Bourdieu zu nähern. Natürlich kann man auch einen Vortrag zu einem Denker machen. Das habe ich häufige Male gemacht in der Vergangenheit. Erinnert euch an Sartre, Merleau-Ponty, Camus, an die Frankfurter Schule und ähnliches. Man kann aber auch versuchen, ein Thema einzuführen und in diesem Zusammenhang einen Theoretiker thematisieren. Ja, Identitätspolitik aus gegebenem Anlass nochmal dieses Thema. Ich habe schon gesprochen von der Krise des sogenannten Fordismus, das heißt einer ganz bestimmten Art der industriellen Produktion. Das werde ich nicht alles wiederholen, was ich in der vergangenen Woche gesagt habe. Ich habe gesagt, die Krise dieses Fordismus, die ist verbunden mit einem bestimmten Aufkommen des Neoliberalismus. Ich habe gleich darauf hingewiesen, dass das eigentlich weder juristisch noch epistemologisch ganz korrekt ist, weil eigentlich der Begriff Neoliberalismus, der, soweit ich weiß, 1938 zum ersten Mal in einem Artikel in Frankreich anlässlich einer Konferenz in Paris verwandt wurde, der bezeichnete damals so viel wie Ordoliberalismus, das heißt die Vorstellung, dass Kapitalismus überhaupt nur funktionieren kann, wenn es bestimmte staatliche Regulierungen gibt. Was heute Neoliberalismus genannt wird, meint doch etwas Gegenteiliges, so nach dem Motto, der Markt funktioniert am besten und der Markt funktioniert dann am besten, wenn man sich überhaupt nicht in ihn einmischt. Das ist so eine der Kernthesen dessen, was man Neoliberalismus nennt. Ich habe das beibehalten, sonst wird es ganz verwirrend. Man müsste vielleicht auch nochmal gesondert über diese Terminologie reden, das würde sich in jedem Fall lohnen, aber das ist heute nicht das Thema. Ich habe gesprochen von einer neoliberalen Adressierung. Jetzt bitte schön seht oder hört immer die Anführungsstriche mit, wenn ich neoliberal oder Neoliberalismus sage. Neoliberale Adressierung ist eine ganz bestimmte Art und Weise, wie Menschen angesprochen werden. Und wie es natürlich auch dann schon um etwas geht, was wir Identität genannt haben und weiterhin nennen werden. Auch wiederum ganz kurz, was heißt neoliberale Adressierung? Menschen werden angesprochen als diejenigen, die allein verantwortlich sind für etwas. Das heißt, deine Verantwortung nimmt dir nichts weg. Du kannst nichts für das verantwortlich machen, was du eigentlich nur verantwortest. Und du kannst auch niemanden dafür verantwortlich machen. Du kannst, was von dir verlangt wird, klingt fast wie Kant, nicht? Du kannst, denn du sollst. Du kannst, was du sollst, würde ich jetzt mal etwas paraphrasierend sagen. Und damit ist das Versprechen verbunden, wenn du nur die Imperative des Marktes befolgst, das heißt, wenn du dich unterwirfst, wenn du dich quasi stromlinienförmig an das jeweilige Marktgeschehen anpasst, so hast du Erfolg und kannst gestalten, dich gestalten, andere gestalten, anderes gestalten, Politik gestalten, etc. etc. Wenn es auf Politik überhaupt noch ankommt. Aber das ist dann schon wieder eine andere Frage. So, diese neoliberale Adressierung ist etwas, was sich verstärkt. Man muss das mal immer irgendwie zeitlich einordnen, das ist jetzt auch wieder ein bisschen problematisch, aber nur damit ihr vielleicht so einen gewissen Anhaltspunkt habt, hat sich verstärkt in 60er, 70er Jahren dann vor allem durchgesetzt. In den 80er Jahren war das dieser Prozess in vollem Gange. Ich erinnere jetzt nochmal an Politikerinnen wie Margaret Thatcher in Großbritannien, Ronald Reagan in den USA, um nur einige zu nennen. Und ja, diese neoliberale Adressierung, die sich jetzt so oder auch anders eigentlich in allen mindestens mal entwickelten kapitalistischen Ländern gezeigt hat und dort mächtig geworden ist, die ist eigentlich die Theorie gewordene und auch Praxis gewordene
Verneinung von etwas, was man also bei Bourdieu lernen kann, was Bourdieu sehr schön zeigt, nämlich, dass es diese Art von Individualität, die der Neoliberalismus vermutet und mindestens implizit immer voraussetzt, eigentlich gar nicht gibt. Menschen sind immer Angehörige eines bestimmten Milieus, nehmen immer eine bestimmte Position im gesellschaftlichen Zusammenhang ein und was ihre Identität ausmacht, hat genau mit dieser Positionierung zu tun. Bei Bourdieu gibt es zwei Begriffe, die jetzt ganz wichtig sind in unserem Zusammenhang. Das ist einmal der Begriff des Habitus und andererseits der Begriff des Kapitals. Der ist natürlich jetzt sehr schillernd, weil Kapital bei Bourdieu durchaus etwas anderes ist als bei Marx und dennoch auf den marxischen Kapitalbegriff anspricht. Ich versuche das mal jetzt so einfach wie möglich zu sagen. Habitus, ja, was ist der Habitus? Der Habitus ist ein Ensemble, ein Zusammenspiel erworbener, dauerhafter Wahrnehmungs- und Handlungsschemata, auch Denkschemata, die leiblich habitualisiert werden, auf deren Grundlage dann so etwas entstehen kann, wie ja als dieser dauerhafte Zusammenhang wie ein Kapital, das dann zu Kapital wird, wenn es eingesetzt wird, um auf dieser Grundlage, der Grundlage einer bestimmten Habitualität, auf gesellschaftliche, auf soziale Gratifikation und Ressourcen aller Art Rückgriff nehmen zu können. Und auch um diese konkurrieren zu können. Das ist jetzt erstmal sehr abstrakt, das weiß ich. Es wird aber klarer, wenn man sich also die Vorgehensweise von Bourdieu ein bisschen ins Gedächtnis ruft. Das erste Buch, mit dem er hier in der Bundesrepublik berühmt geworden ist, das hat den schönen Titel Die feinen Unterschiede. Und da geht es um, ja, man kann ganz einfach sagen, Geschmack. Und das hat durchaus etwas mit dem zu tun, was man schmecken nennt. Was sind Lieblingsspeisen von wem? Ja, eine ganz harmlose Geschichte, das überlassen wir doch den Individuen. Der eine mag Erbsen suchen, der andere kann sie nicht ausstehen und so weiter. Aber es gibt eben eine bestimmte, wie soll man das nennen, eine bestimmte Fähigkeit und Fertigkeit im Umgang, beispielsweise mit Nahrung, mit Ernährung, aber auch mit ganz anderen Dingen, wo der Geschmack einen etwas weiteren Begriff oder vielleicht einen metaphorischeren Begriff hat. Musikgeschmack, Kunstgeschmack, Kleidung, wohin fahren Leute in Urlaub, wenn sie in Urlaub fahren können, wohin fahren sie nicht. Und Bourdieu würde sagen, das ist nicht so harmlos, vor allem ist es nichts, an dessen Ursprung das so etwas wie ein isoliertes Individuum stehen würde, sondern es drücken sich ganz bestimmte, er nennt es dann Klassenpositionen aus. Man könnte auch, wenn euch der Begriff Klasse in dem Zusammenhang stören sollte, von gesellschaftlichen Gruppen reden. Und Menschen erkennen sich einfach dadurch, dass sie alle über einen entsprechenden Klassenhabitus verfügen, der auch wichtig wird im sozialen Umgang. Also ganz einfach gesprochen, das ist auch ein Beispiel, das gibt es irgendwo bei Bourdieu, wer im Empfangsraum eines Golfclubs sich erstmal überlegen muss, wie er sich dort zu verhalten hat. Wie er wen begrüßt und wen nicht begrüßt und wie man sich da, wo man sich setzt und wie man vielleicht nicht setzt und so weiter. Wenn sich das alles erst überlegen muss und dann entscheiden kann, möglicherweise sogar richtig entscheidet, aber erst nach Überlegen entscheidet, was er macht, was er tut, der zeigt allein dadurch schon, dass er da nicht hingehört. Das ist jetzt nicht normativ gemeint, sondern einfach vor dem Hintergrund einer bestimmten Habitualität. Habitualität heißt eben auch, ich muss darüber gar nicht nachdenken. Ich weiß das. Und Leute, die jetzt das Konzert für die linke Hand, St. Piano-Konzert, kennen und auch nicht lange darüber nachdenken müssen und die das vielleicht sogar notieren können, die haben einen anderen Habitus als solche, wie meinetwegen, ich hoffe jetzt niemandem zu nahe zu treten, Peter Maffay oder früher Peter Alexander oder Heinche hören. Ist auch Musik. Ne? So, wichtig ist eben auch, dass Menschen, also erstmal gilt das für alle Menschen, wir alle haben einen entsprechenden Habitus und werden gekennzeichnet durch entsprechende Habitualitäten. Ich sage das jetzt nicht, so, ich bin der Theoretiker, der über dem Ganzen steht. Bourdieu macht doch sich große Mühe,
nachzuweisen, dass es so etwas Freischwebendes überhaupt nicht geben kann. Der Habitus ist dann eben wichtig, weil ich auf dieser Grundlage in soziale Auseinandersetzungen eintreten kann. Da kommt der Kapitalbegriff ins Spiel. Nochmal, es sind also dauerhafte, habituelle Dispositionen, etwas, was mir zur Verfügung steht, auf dessen Grundlage ich um gesellschaftliche Ressourcen aller Art konkurrieren kann. Es gibt unterschiedliches Kapital, er spricht von ökonomischem Kapital, von sozialem Kapital, das kann man ganz bedingt mit Beziehungen übersetzen, nicht? Also ich kenne da jemanden, der kennt jemanden und der kann mir dann weiterhelfen. Kulturelles Kapital, darüber haben wir schon gesprochen, also vom Geschmack über im engsten Sinne bis zum Geschmack im weiteren Sinne. Gut, was ausgeschlossen ist vor dem Hintergrund dieser Theorie, die immer auch empirisch untermauert ist, siehe die Studie, die feinen Unterschiede, ist ein isolierter Einzelner oder ist ein Einzelner, ein Individuum, das sozusagen der unkontaminierte Ursprung von irgendetwas wäre. Warum ist das jetzt so wichtig im Zusammenhang mit der neoliberalen Adressierung? Nur das kann man sich jetzt schon vorstellen. Die neoliberale Adressierung ist die Theorie gewordene Negation der Bourdieu'schen Befunde, also auch dieser Befunde. Und die neoliberale Adressierung sieht dann eben unter anderem so aus, und ich kann mich noch sehr gut an Vorträge und Artikel von etwas fantasielosen Soziologen, Politologen, aber eben auch Journalisten erinnern, die reagiert haben auf die Krise des Fordismus und auf die Erosion von proletarischen Milieus oder proletarischen Lebenswelten, indem sie die große Befreiung verkündet haben. So nach dem Motto, das Individuum lebt jetzt nicht mehr so eingeschränkt, wie das früher mal war. Also die Leute leben nicht nur in demselben Arbeiterviertel und die lernen irgendwann, dann haben sie ausgelernt und dann sind sie 50 Jahre lang in derselben Fabrik beschäftigt, sondern die kommen richtig rum in der schönen neuen Arbeitswelt. Ja, ist ja ganz toll. Und ehemaliger Marxist hat in dem Zusammenhang mal geschrieben, es entsteht ein Menschentyp, für den lebenslanges Lernen zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Ich habe ihm dann gesagt, das ist ja ein Euphemismus, das ist Schönrednerei, man kann das auch anders formulieren. Was lernen die Leute denn lebenslang? Was sollen die denn lebenslang lernen? Wie sie sich in Konkurrenz zu anderen auf die neue, schöne neue Arbeitswelt beziehen und andere aus dem Feld schlagen können und obsiegen können und so weiter. Ja, da sieht das Ganze natürlich schon weniger großartig aus. Ne? Entscheidend ist zunächst einmal also das von der neoliberalen Adressierung vorausgesetzte isolierte Individuum existiert nicht, gehört aber seinerseits als Bestandteil einer bestimmten Theorie, aber auch bestimmter Praktiken zu einem neoliberalen Dispositiv, zu einer neoliberalen Adressierung, die ohne diese Vermutung so gar nicht funktionieren könnte. Was hat das jetzt mit Identitätspolitik zu tun? Ich mache das jetzt mal, versuche das klar zu machen an zwei Beispielen. Man könnte auch andere nennen, das ist also keine erschöpfende Erwähnung, aber es sind eben wichtige Beispiele, wie ich finde. Ja, Erosion der proletarischen Lebenswelten oder Milieus, das hat eben zur Folge, hatte und hat nach wie vor zur Folge, dass es jetzt nicht von sich aus oder von vornherein isolierte Einzelne gibt, aber doch Vereinzelung. Das, was früher Menschen eben auch geschützt hat und aufgrund dessen sie vor dem Hintergrund eines ganz bestimmten, Klammer auf, proletarischen, Klammer zu, Habitus, Widerstand leisten konnten, das verschwindet mehr und mehr. Und in dem Maße, in dem diese Milieus erodieren, verschwinden, verschwindet auch der Widerstand. Deshalb ist die schöne neue Arbeitswelt unter anderem eben von sehr viel schwierigeren, problematischeren Verwertungsbedingungen für die wahre Arbeitskraft gekennzeichnet, als das früher war. Ich muss jetzt in dem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, dass man natürlich auch diese proletarischen Milieus nicht idealisieren darf. Die waren auch, leider muss ich sagen, aber das muss man eben auch erwähnen, die waren auch gekennzeichnet beispielsweise von rassistischen Denk- und Verhaltensweisen, von frauenfeindlichen Verhaltensweisen,
und Denkweisen. Von Autorität, also einem ganz bestimmten Sinn für Autoritarismus. Man kann in diesem Zusammenhang sehr schön mal verweisen auf den von mir sehr geschätzten englischen Film Billy Elliot, I Will Dance. Ganz kurz, da geht es also darum, dass also spielt im englischen Arbeitermilieu und ein Sohn, junger Mann, junger eigentlich, der möchte tanzen. Ne? Und der Vater ist ganz entsetzt. Warum um alles in der Welt will denn mein Sohn so etwas Weibisches wie Tanzen, nur Frauen und Schwule tanzen, ne? Männer boxen. Er versucht ihn dann auch da zum Boxen zu motivieren und das klappt aber gar nicht in dem Boxclub und der Junge setzt sich durch und wird dann im Endeffekt auch berühmter Tänzer. Nur Schwule tanzen, also diese proletarischen Milieus waren immer auch doch vielleicht schwulenfeindlicher als andere. Also wie gesagt, es gibt keinen Grund, das zu idealisieren, aber man muss sehen, es war ein bestimmtes Widerstandspotenzial, das geradezu habituell zu diesen Milieus gehörte. Und da konnten die Verwertungsbedingungen für die wahre Arbeitskraft auf ganz andere Art und Weise organisiert werden. Und das ist etwas, was weitgehend verschwunden ist, leider. Andererseits muss man jetzt natürlich sehen, dass wenn das mit der liberalen Adressierung eben die nämlichen Schwierigkeiten mit sich bringt. Nicht alle können als Start-up-Unternehmer erfolgreich sein. Nicht alle werden erfolgreiche Stockbroker und vermehren dann ihr Geld an der Börse und dergleichen Dinge mehr. Und nicht alle werden sich auch abfinden können mit dieser Adressierung, so du bist dafür verantwortlich und niemand sonst. Ja? Denk bloß nicht daran, die Gesellschaft oder noch schlimmer den Markt dafür verantwortlich zu machen. Ja? Und jetzt passiert immer noch und vielleicht sogar in verstärktem Maße etwas, das Menschen, also zweierlei eigentlich tun. Sie bleiben nicht bei der neoliberalen Adressierung stehen und sie brechen andererseits nicht mit dem Neoliberalismus. Sie suchen einen Ausweg. Und dieser Ausweg ist einer der Gründe, Achtung, zuhören, also ich habe nicht gesagt der Grund, aber ein entscheidender Grund für eine gegenwärtig zu beobachtende, mindestens mal in den westlichen Ländern zu beobachtende Entwicklung nach rechts. Warum ist das der Fall? Weil dort eine bestimmte Identitätspolitik betrieben wird. Da wird sozusagen ein Angebot gemacht. Phantasmatische Identitäten werden angeboten. Ja, warum? Was sollen die tun? Was leisten die? Die leisten Folgendes. Sie leisten eine bestimmte Substantialisierung, auf die man sich berufen kann, die man für sich verwirklichen kann, auf die man sich entwirft, um dann der mit dem neoliberalen Umschwung verbundenen Unsicherheit, der damit verbundenen Angst und so weiter entgehen zu können. Das ist illusionär, das ist gefährlich. Und ich glaube, dass diese Art von Identitätspolitik momentan wirklich die gefährlichste ist. Es gibt andere, da werde ich gleich noch etwas zu sagen, aber momentan wirklich die gefährlichste. Aber sie hat diesen großen Erfolg, den sie hat, eben auch vor diesem entsprechenden Hintergrund. Da fehlt etwas, da ist etwas verloren gegangen und an diese Stelle wird jetzt nicht irgendwie eine Neuorganisation des Kampfes um bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen gesetzt, sondern ja, phantasmatische Identitätspolitik. Wir wissen alle, wie die Angebote der Rechten lauten, was da so angeboten wird, nicht? Die vermeintlichen Substantialitäten, die Normalitäten, auf die sich die Rechten berufen. Ja, worum handelt es sich da? Da handelt es sich klar um die Familie, um das Volk, das jetzt also auch immer in stärkerem Maße völkisch argumentiert, also definiert wird. Da gibt es also tatsächlich eine Substanz, die sich, was weiß ich, vererbt oder sonst irgendwie. Also nicht mehr bloß kulturalistisch, wie das also die neue Rechte in Frankreich noch versucht hat. Sondern tatsächlich völkisch, erinnert euch da an diese Konferenz in Potsdam mit dem berühmt-berüchtigten Martin Sellner von der identitären Bewegung, da sind wir wieder beim Thema, ne? Identitären Bewegung Österreich, also Familie, Volk, auch auf völkischer Grundlage definiert, die Tradition, die Nation, die Kultur, die Normalität natürlich, ganz wichtig, ne? AfD-Slogan, Deutschland aber normal. Also alles nicht ungefährlich.
Und das ist jetzt ein Angebot für viele Leute, die glauben, wenn sie sich nur auf dieses hin orientieren, wenn das wieder die Tradition in ihre alten Rechte versetzt wird und eine bestimmte Kultur herrscht und also die gute alte Zeit beschworen werden kann, muss aber gar nicht geschehen, kann geschehen, dann wird ihnen die Angst genommen. Und da gibt es eine Sicherheit, da ist sozusagen in dieser Gesellschaft, die ständigen Wandel verlangt und die sich auch positiv auf den ständigen Wandel beruft, da gibt es etwas Sicheres, etwas Unabänderliches. Ne? Kultur versus Zivilisation, so funktioniert das immer. Es sind immer binäre Oppositionsbeziehungen. Also das wurde dann auch, ist eine Zeit lang aus der Mode gekommen, kommt aber vielleicht wieder in Mode. Die Franzosen beispielsweise, die hatten ja nur, wie ist das dann immer, nur Zivilisation. Das sind so die Dekadenten. Ne? Da sind wir beim Geschmack. Ja, die essen dann ganz schön mit Schnecken, sagen, die essen Schnecken und Froschschenkel und ganz böse. Ja? Und wir Deutsche aber, wir, da liegt gerade jemand, ja, das war aber keine tierfreundliche Argumentation, sondern da wollte man irgendwie so die richtig kräftigen Sachen, die also arbeitende Deutsche essen müssen, damit sie arbeiten können. Nicht die dekadenten Franzosen, die haben das nicht mehr nötig. Ja, also Kultur, ja, das ist das Gute und Zivilisation ist das Schreckliche. Ja. Ich habe mal in einer Diskussion gesagt, ja, ich weiß jetzt, was ihr unter Kultur versteht. Wenn ein, Anführungsstrichen, Ausländer sich nicht wäscht, dann stimmt er. Aber wenn ein Deutscher sich nicht wäscht, dann hat er also ein kulturell wichtiges Verhältnis und richtiges Verhältnis zu den Ausdünstungen seines Körpers. Man darf das eben nicht nur ins Lächerliche ziehen, aber es ist auch lächerlich. Es ist auch lächerlich, was da gesagt wird. Gut. Wichtig ist jetzt noch vor dem Hintergrund der nicht durchschauten neoliberalen Adressierung und der nicht durchschauten neoliberalen Politik eigentlich immer die Unvermeidlichkeit eines, ja, eines Phantasmas, das mindestens mal 200 Jahre alt ist und das sich heute in Verschwörungstheorien äußert. Das, was nicht begriffen wird und was bedrohlich erscheint, muss personalisiert werden. Es müssen finstere Mächte verantwortlich gemacht werden. Ja? Das können die amerikanische Ostküste sein. Ne? Da wissen wir immer schon gleich, wer gemeint ist, auch wenn man es nicht benennen muss. Das ist immer ein antisemitisches Argument. Das können aber auch linksgrün versiffte böse Kräfte sein, die dann dafür sorgen, dass also Frauen nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren müssten. Oder Schwule sich Rechte rausnehmen, die ihnen nicht zustehen und ich weiß nicht was. Das ist all diese Geschichte. Und das sind eigentlich Phantasmen, die man jetzt in unterschiedlich vehementer, unterschiedlich radikaler Form auch bei Menschen wiederfinden kann und von Menschen hören kann, die jetzt weit von sich weisen würden, überhaupt rechtsorientiert zu sein. Ich verweise mal auf ein sehr wichtiges Buch, auch in Frankreich erschienen, aber auch mittlerweile ins Deutsche übersetzt. Das ist von Didier Erimon, deutsch übersetzt, glaube ich, mit Rückkehr nach Reims. Der kommt also aus so einem Arbeitermilieu, aus der nordfranzösischen Stadt Reims und ist nach blendender akademischer Karriere dann wieder mal zu seinen Eltern zurückgekehrt. Und also hat die Eltern besucht und hat dann etwas festgestellt, er hat natürlich auch die ganze Zeit vorher schon besucht, aber er hat jetzt festgestellt, dass viele Menschen, die eigentlich früher links waren, mindestens mal links gewählt haben, mindestens mal linksreformistisch gewählt haben, also was man hier in Deutschland sozialdemokratisch nennen würde, vielleicht sozialistisch, kommunistisch, was auch noch in Frankreich zumindest also eine Alternative war, dass die irgendwann anfingen, Front National zu wählen. Also das heißt jetzt Rassemblement National, weil man das etwas gemäßigter ausdrücken möchte. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass die sich jetzt sehr mit der AfD beschäftigen und mit denen wollen sie jetzt im Europaparlament nicht unbedingt was zu tun haben, weil sie da Wählerstimmen in Frankreich doch, also um Wählerstimmen fürchten. Und wenn man, Maximilian Krah, glaube ich, wenn man dann also auch noch so ein Blödsinn über die Waffen-SS erzählt, oder die, glaube ich, sogar allgemein von der SS gesprochen, das waren ja nicht alles Verbrecher, dann darf man natürlich, und das zeigt seine Blödheit, dann darf man natürlich nie unterschätzen, wie so etwas in Frankreich vor dem Hintergrund der immer noch aktuellen und immer noch erinnerten und in diversen Narrativen nennt man das heute, lebendigen deutschen Besatzung wirkt.
In Frankreich ist das was anderes, wenn Sie sagen, das waren aber nicht alles Verbrecher. Und dann aber, was war mit Oradour und was war, ne? So, das weiß man da. Und das ist natürlich bei diesem Hintergrund nicht so klug gewesen. Und die Quittung hat es dann eben auch gegeben. Macht jetzt natürlich den Front respektive die Rassemblement National nicht sympathischer, aber zeigt dann auch noch, dass es auch gewisse Unterschiede gibt. Ja, ich komme jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt von Identitätspolitik zu sprechen. Der wird jetzt vielleicht etwas Erstaunen hervorrufen. Es gibt nämlich tatsächlich eine Identitätspolitik oder in verstärktem Maße Identitätspolitik, die eigentlich nicht sich beruft auf die sozusagen etablierte Normalität, wie das die Rechten tun, sondern die eigentlich durch den Rekurs auf bestimmte kulturelle Felder beziehungsweise auf Momente oder Elemente, die sich innerhalb dieser kulturellen Felder auffinden lassen, versucht, wie ich meine, Identität zu konstituieren. Ich rede also von einer relativ bunten Mischung von Menschen, die sich jetzt definieren als LGBT-Queer-Community, als Menschen, die also sich einsetzen für People of Color zum Beispiel, die sich um Political Correctness bemühen, um eine entsprechend politisch korrekte Sprache, die bestimmte Wörter, die bösen N-Wörter vermeiden, bekämpfen. Bis hin also zu Leuten, die dann so etwas betreiben wie Critical Whiteness, also sagen wir jetzt mal weiße Männer, speziell alte weiße Männer, da fühle ich mich immer angesprochen, also alte weiße Männer dürfen People of Color nicht kritisieren, weil die erstmal per se rassistische Argumente benutzen, also nicht die People of Color, sondern die alten weißen Männer. Es gibt einen Postkolonialismus, häufig dann in der englischen Variante Postkolonialism, Postrassismus und so weiter. So, wenn ich das jetzt so sage, etwas unvorsichtig, dann stellt sich natürlich die Frage, was will der Kerl denn jetzt? Ja, hat er was dagegen? Ja, ist er gegen Schwule? Ist er gegen binäre Menschen, gegen Queer Community und ähnliches? Und dann lautet die Antwort natürlich erst einmal selbstverständlich nicht. Muss man Rassismus bekämpfen? Selbstverständlich, ja. Etwas anderes ist in dem Zusammenhang wichtig, mir wichtig. Was geschieht eigentlich, indem dies geschieht? Was geschieht durch einen bestimmten Verweis auf die LGBT-Community, Queer-Community, durch Political Correctness, durch Gender Mainstreaming und so weiter? Was passiert da? Und da ist für mich immer etwas wichtig, was in ganz bestimmten Traditionen heraus gerne übersehen wird, in einem bestimmten abendländischen Diskurs gerne übersehen wird. Es ist nicht nur wichtig, was gesagt wird und nicht nur wichtig, was gefordert wird, sondern es ist mindestens ebenso wichtig, wie es gesagt wird und wie es gefordert wird. Ich könnte das jetzt sehr abstrakt herleiten, das würde es vielleicht etwas langweiliger für euch machen. Ich werde mal einfach zwei Beispiele erwähnen und dann macht sich, glaube ich, klar, wird es klar, was ich meine. Ich habe jetzt in der letzten Woche einen Beitrag gesehen in der Sendung Kulturzeit, die ist also von Dreisat, kann man dann abends und morgens im Fernsehen sehen. Und da war also eine Demonstration zu sehen von LGBT Queer People und die standen dann herum vor dem Parlament in Bern. Bundeshaus heißt das, glaube ich, ist aber auch egal und war also jedenfalls in der Schweiz und da hatte jemand ein großes Transparent und jetzt kommt das Problem. Auf diesem Transparent stand, über mein Geschlecht bestimmt niemand so gut wie ich. Und da habe ich als allererstes gesagt, hier wird eine Logik bestätigt, hier wird eine Logik affirmiert, die eigentlich unterlaufen werden soll. Das ist patriarchal. Das ist binär hierarchisch, binär jetzt nicht im Sinne von männlich-weiblich, sondern von Oppositionsbeziehungen, die etwas konstituieren, indem sie mit Über- und Unterordnungen arbeiten. Ja, warum ist das so? Und jetzt denkt an Bourdieu, könnte man noch einen von anderen Ansätzen nennen. Das größte Problem in dem Zusammenhang habe ich nämlich mit dem Begriff Ich bestimme.
Also erstmal wird bestimmt, da sollte man schon mal verdächtig werden, Verdacht schöpfen, bestimmen, dann kommt so ein klassisches männliches Schema, ne? Männer bestimmen. Ein männlich-patriarchaler Zugriff auf Welt ist hier auch vorhanden. Ich bestimme. Ich zerfalle mindestens mal in zwei Personen, nämlich einen Bestimmer und denjenigen oder dasjenige, was bestimmt wird. Das ist das eine. Wichtiger noch ist aber Folgendes. Habe ich schon ansatzweise erwähnt, ich wiederhole es jetzt nochmal. Dieses Ich, von dem hier die Rede ist, ist kein unkontaminierter Ursprung, sondern ist selbst, kann gar nicht anders sein, Resultat eines Zusammenspiels heterogener Kräfte. Es entsteht nur, wie jedes andere Ich im Übrigen auch, durch, ja, in der Hierarchie von Opposition, Unterwerfung, Einschlüsse, Ausschlüsse, Zurückweisungen, Bevorzugungen und so weiter und so fort. Hier geht es also um Identität, die als solche bereits als Identität problematisch ist, der man nicht entkommen kann, auch nicht entkommen kann, dass man sagt, ja, also ich will ja gar nicht identisch sein. Gibt es ja auch. Für mich lehne ich Identität ab, dann bin ich sozusagen das Ich oder der Identische, der in seiner Nicht-Identität dann identisch wird. Was problematisch ist und worauf wir das Augenmerk richten müssen, ist, dass hier eigentlich die kritische Aufmerksamkeit, die Analyse dann, dessen, was Ich genannt wird und was als Ich fungiert, fehlt. Und durch diese Art der Forderung, die da gestellt wird, eigentlich auch als Analyse bereits schon unmöglich gemacht wird. Nochmal, ich sage jetzt nicht, Leute, jetzt gebt mal alle euer Ich auf und jetzt werdet alle mal nicht identisch, das ist Unsinn. Aber es ist eine bestimmte kritische Distanz erforderlich, indem immer wieder gefragt wird, was ist eigentlich mindestens mal mitgemeint, wenn hier vom Ich, von Identität, Ich-Identität und Ähnlichem gesprochen wird. Ich gebe ein weiteres Beispiel, was mir wichtig ist, aktuelles Beispiel auch. Ihr habt ja vielleicht gehört, es gibt diesen berühmten Roman von Mark Twain, Huckleberry Finn. Und in diesem Huckleberry Finn gibt es einen Protagonisten, da kommt jetzt, Achtung, das ist jetzt ein Zitat von mir, ne? Da gibt es ein ganz böses N-Wort, da gibt es einen schwarzen Protagonisten, der wird eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nur als Nigger Jim bezeichnet. Und der wird dann von irgendwie, schwimmen die da auf einem Floß den Mississippi hinunter und dann wird er gefangen genommen und wieder befreit. Und das muss jetzt alles gar nicht interessieren. Es hat also die Kritik gegeben, gesagt, also da muss man den Roman entweder ändern, beziehungsweise das Wort muss zumindest geändert werden, durch irgendwas anderes ersetzt werden. Da kann man sich dann überlegen, wodurch. Ja. Bis dann gesagt wurde, also solche Bücher müssen mal mindestens aus Bibliotheken verschwinden, dürfen nicht mehr gelesen werden und so weiter. Das halte ich jetzt aus einem ganz einfachen Grunde in diesem Zusammenhang für falsch und gefährlich. Warum? Nicht, weil ich so ein, ja, früher hätte man gesagt, scheißliberales Argument stark machen möchte, so nach dem Motto, ja, der Mark Twain hat auch seine Freiheit zu schreiben, was er will und alle Menschen haben doch das Recht, sollen doch lesen, was sie wollen und ähnliches. Nein, das meine ich nicht. Wenn man nämlich, und das meine ich mit kritischer Analyse, wenn man die Verwendung des entsprechenden Begriffs, nochmal, Nigger Jim, in diesem Roman Huckleberry Finn sich betrachtet, wenn man also sieht, wie textualisiert und kontextualisiert Twain diesen Begriff, was macht er mit diesem Begriff, dann ist eines sofort eigentlich unübersehbar. Er zeigt durch die Verwendung, die Textualisierung, Kontextualisierung dieses Begriffes, die Wahrnehmungsschemata, die Denkstrukturen und die Verhaltensweisen einer ganz bestimmten rassistischen Gesellschaft zu einer ganz bestimmten Zeit, Vorabend des amerikanischen Bürgerkriegs, Staat Missouri, in den USA auf. Und dies würde mindestens mal konterkariert, ist in gewissem Grade konterkariert, wenn man jetzt einen angenehmeren, einen schöneren Begriff benutzen würde. Da muss so etwas stehen, weil es genau einen ganz bestimmten Rassismus kenntlich macht. Und das ist wichtig. Und das Kenntlichmachen eines Rassismus ist selbst nicht mehr nur und nicht mehr ausschließlich rassistisch. Das heißt jetzt nicht, das wäre jetzt eine Radikalisierung meiner Position ins Absurde, zu sagen, ja, dann ist doch egal, da kann man doch jeden Begriff immer und überall benutzen. Ja, guck mal da, der Neger, der da rumläuft. Ja? Nein, natürlich nicht. Warum ist das gefährlich?
Es ist deshalb gefährlich, weil natürlich die Identität eines Begriffes, eines jeden Begriffs im Übrigen, Kontextualisierung und Rekontextualisierung, Zirkulation in bestimmten Zusammenhängen voraussetzt. Und das heißt eben immer auch, dass Bedeutungen, die in einem ganz bestimmten Zusammenhang entstehen, in andere Zusammenhänge hineingetragen werden. Und ich will das gar nicht mal jetzt komplizierter machen, als es ohnehin schon ist. Das heißt eben auch, dass diese neuen Bedeutungen umlaufen und dass man immer fragen muss, das ist jetzt sozusagen meine Konsequenz daraus, wie gefährlich ist ein bestimmter Begriff? Verbietet es sich nicht, diesen Begriff in dem und dem Zusammenhang zu verwenden? Muss man sich nicht kritisch mit diesem Begriff auseinandersetzen, bis hin zum Bekämpfen dieses Begriffes? Ja, das sind alles relevante Fragen. Ja, natürlich. Aber, nochmal, der Gewalt der Identitätsstiftung, ohne die es überhaupt gar keinen Begriff geben kann. Ein Begriff zum Beispiel geht immer auf Allgemeines und benennt dadurch und darin Besonderes. Und das ist schon ein erster Schritt von Gewalt. Das Besondere kann eben immer nur über diesen Umweg des Allgemeinen benannt werden. Das, ja, die Verhaltensweise, die Konsequenz daraus besteht jetzt nicht darin, jetzt ein begriffliches, ein antibegriffliches oder unbegriffliches Denken stark zu machen, was es gar nicht geben kann, sondern es geht um etwas, und erinnert euch jetzt vielleicht nochmal an den Vortrag da zur Frankfurter Schule, zu Adorno. Adorno spricht von Konstellation, das heißt, Begriffe werden wechselseitig in einen bestimmten Kontext gebracht, wo sie auf eine bestimmte Art und Weise, einer bestimmten Bedeutung erkennbar werden. Und das ist eine Art und Weise, sozusagen, wie Adorno gesagt hat, mit Mitteln des Begriffs über den Begriff hinauszugehen. Nicht indem man den Leuten sagt, ich benutze keinen Begriff mehr. Oder aber immer auch in der verzweifelten Suche nach dem adäquatesten aller Begriffe, den wird es nie geben, den gibt es nicht. Man kann immer fragen, welcher Begriff ist, und muss auch immer fragen, welcher Begriff ist weniger gewalttätig, weniger gewaltsam, auch weniger gefährlich als ein anderer. Das ist immer richtig. Aber man kann der hier sozusagen mit einer bestimmten Identitätsbildung verbundenen Gefahr und notwendig verbundenen Gewalt nicht durch neue Begriffe und das ständige Prägen neuer Begriffe entgehen. Da muss auch noch anderes geschehen, muss man ganz flapsig zu sagen. So. Und ich glaube eben, dass wir gegenwärtig ein Problem damit haben, dass auch die Art und Weise, wie sehr sympathische politische Forderungen gestellt werden und wie für sehr sympathische und unterstützenswerte Ziele gearbeitet wird, gewissermaßen unter der Hand, indirekt, implizit etwas geschieht, mindestens geschehen kann, was die gute Absicht konterkariert, unterläuft und was nicht gefahrlos ist. Es gibt eben auch eine Gefahr des vermeintlich Gefahrlosen. Es gibt eine Kritiklosigkeit innerhalb von Kritik, auf die ich aufmerksam machen wollte und ja, die man eben auch erkennen lernt, wenn man sich beispielsweise mit Adorno beschäftigt, wenn man sich mit Derrida beschäftigt, vielleicht der eine oder die andere erkannt, dass der da auch hier im Hintergrund herumgespukt ist, wenn man sich mit Bourdieu beschäftigt. Das sind Autoren, die, wie ich glaube, hier also nicht nur die gegenwärtige, auch politische Situation analysieren helfen, sondern eben auch die Art und Weise zu analysieren helfen, die uns zeigt, mit welchen Instrumenten wir uns doch also bestimmten Problemen, bestimmten Gefahren nähern. Also können auch jetzt einfacher sagen, mit welchen Waffen wir kämpfen. Ja, also nochmal, wenn auch, ich drehe jetzt Marx mal um, wenn auch die Waffe der Kritik die Kritik der Waffen nicht ersetzen kann, so heißt Kritik der Waffen eben nicht nur das, sondern eben immer auch Waffe der Kritik. Und Waffe der Kritik heißt auch, dass in bestimmten Sinne Kritik sich kritisch auf sich selbst beziehen muss. Okay, das war ein Parforce-Ritt durch bestimmte politische Felder, kulturelle Felder und einige Autoren. Ich lasse es mal für heute bewenden. Ja, es findet jetzt noch eine Diskussion statt. Das werden wir auch in Zukunft so halten, dass
ihr alle herzlich eingeladen seid, zu kommen und mir dann zu widersprechen, Fragen zu stellen oder auch vielleicht Zustimmung zu äußern. Für heute einen schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Im amerikanischen Fernsehen kommt dann immer so clap, clap, clap. Ne? Da muss man klatschen. Ja, ich habe halt bei Identitätspolitik direkt an identitäre Bewegungen gedacht. Ja. Und an diese Jugendbewegung. Die Tat oder wer? Die identitäre Bewegung. Von der identitären Bewegung. Ja. Ich komme deshalb auf die Tat, weil ich habe heute nämlich auch wieder, heute Sternstunden Philosophie nennt sich das, ist aber auch hier schweizerisches Fernsehen. Da ging es nämlich auch um, worum ging denn das, also Rechtsentwicklung überall, das war aber auch nicht so gut. Da gab es einen Herrn Ott, den kenne ich beiläufig aus seinen Schriften, Philosoph, und eine Frau, die ist alles Mögliche, unter anderem auch Unternehmensberaterin, und die hat verschiedene Bücher so zu Rechtsextremismus veröffentlicht. Und die zeigten unter anderem jetzt eine Gruppe aus der Schweiz, die heißt tatsächlich Die Tat. Und jetzt, ja, Martin Sellner, ne, der war nämlich auch da zu sehen. Ja. Ja. Und Die Tat, das ist so eine Mischung aus NPD und Kampf der Nibelungen. Aber sie haben irgendwie auch noch so ein leichtes Interesse an Intellektuellen, weil der Sellner ist eine interessante Person. Das ist ja kein Stiefel-Nazi oder sowas, sondern der ist ja Akademiker und der will das auch sein. Und das ist eigentlich ein akademisches Milieu, was er anspricht. Insofern war das da in Potsdam, diese berüchtigte Konferenz, das ist eher so auf seiner Linie, aber der war nun auch zu sehen und dann waren die irgendwie mit bloßem Oberkörper, also man muss natürlich männliche Attribute zeigen und dann prügelten die da lustig aufeinander ein, also die Kameraden. Ist eben so, also ich finde das ein bisschen idiotisch, aber naja, egal. Also daher bin ich nur auf Die Tat gekommen, ja, also ja, identitäre Bewegung. Hm. Ja, und auch vor allem dieses Familie, völkische Tradition, was halt ja. Von denen ausgeht, was sie ja wieder übernehmen wollen und an die Gesellschaft heranbringen wollen. Ja. Und, irgendwie, also ich habe in letzter Zeit in so ein Buch reingehört von Alice Hastas, die hat ja auch dieses Buch. Von wem Alice? Von Alice Hastas oder Hasta. Ja, kenne ich nicht. Die hat Was weiß Menschen nicht über Rassismus hören wollen, hat sie ja geschrieben. Und sie hat aber auch das Buch geschrieben, Identitätskrise. Ja. Was ja auch irgendwie, finde ich, mit dem Begriff Identitätspolitik einhergeht. Ja. Dass, glaube ich, viele Menschen irgendwie so ein bisschen die. Irgendwie so ein bisschen diesen Halt verlieren, weshalb ja auch dieses Völkische und so weiter wieder halt stärker wird, weil Menschen halt nicht mehr wissen, wo sie irgendwie, welchem Milieu sie angehören, genau. Weil alles in dem Sinne auf Konkurrenz und Arbeiten und so weiter hinausgeht sozusagen, also gar nicht mehr ins Individuelle entwickeln, sondern eigentlich individuelle entwickeln auf dem Arbeitsmarkt. Ja, und deswegen diese Identitätskrise, ja, ich finde, das passt halt schon sehr gut auch in diese Thematik rein. Ja, das, mir ist da in dem Zusammenhang also ein Satz von Klaus Thebeleit eingefallen. Der setzt sich da also mit so einem beliebten Argument, Argument ist es ja eigentlich gar nicht in der Redewendung auseinander. Es gibt also Rattenfänger und Fliegenfänger. Und die Fliegenfänger, die fangen eben, Menschen ist damit natürlich gemeint, die verführen also Menschen zu irgendwas. Hat Thebeleit hat sehr Schönes gesagt, er sagt ja, aber der Fliegenfänger, der muss ja für die Fliege irgendeine Attraktion darstellen, sonst würde die sich nicht auf den Fliegenfänger setzen, sonst wäre die einfach nur blöd, indem sie das tut. Und das ist ja jetzt die Frage, also ich meine, ich würde da vollkommen recht geben, wieso handeln Menschen also fast so, als ob sie ins gastlich geöffnete Messer laufen würden, so sehr gegen ihre eigenen Interessen. Also durch die Vermutung von Verschwörern, von Verschwörungen, also die wahren Herrscher der Welt und die da oben, das gibt ja unterschiedliche Ebenen.
also wahre Herrscher der Welt, das ist schon eine ganz bestimmte Art von Verschwörungstheorien, die da oben, die Eliten, ne? Wir das Volk und die Eliten, also die berühmte Geschichte, wir sind das Volk, das war ursprünglich mal in der DDR und dann gab es Montagsdemonstrationen, ursprünglich aber mal von links und dann ist es aber von den Rechten übernommen worden. Ja, wir sind das Volk. Und da ist ja natürlich auch dann immer sofort der Gegner gar nicht mal unbedingt benannt, aber das ist auch eine Form von Habitualität. Wenn ich das sage, ich gehöre dazu, ne? Wir sind das Volk, nicht ich allein, ne? Ein bisschen bescheuert sein. Selbst als ich noch dicker war als heute, war ich nicht das Volk, sondern bestenfalls Teil des Volkes, aber wir sind das Volk, dann ist natürlich immer sofort ein Gegner impliziert. Und die Leute, die ich da ansprechen will und auch anspreche, die fragen sich natürlich auch, wer ist denn da gemeint? Vor dem Hintergrund einer bestimmten Habitualität wissen die das auch. Die müssen nicht drüber nachdenken. Das wird es wahrscheinlich auch geben, ja, gegen die Eliten. Ja, wer sind denn die Eliten? Aber das Schöne bei solchen Formulierungen ist eben, da können eben viele mitmachen. Und was mich interessiert, das ist, weshalb machen da auch so viele mit? Und zwar nicht nur solche, wo man sagt, naja, es gibt immer so einen ganz bestimmten, wie ich finde, naiven Interessensbegriff. Ja, der liegt so dem Homo economicus Modell zugrunde und dem Utilitarismus und solchen Dingen. Also Menschen sind vernünftig genug, ihre Interessen zu erkennen und diesen Interessen gemäß zu handeln. Und jetzt, man kann nicht ganz böse sein und sagen, ja, die Leute haben gar kein anderes Interesse, die wollen Rassisten sein, die wollen Menschen ja, in die Remigration, zur Remigration zwingen, die wollen dieses tun, die wollen Schulen mal richtig rannehmen und Frauen sollen, also bestenfalls an den Herd, aber wenn sie nicht spuren, werden sie verprügelt und all solche Sachen. Aber die meisten, glaube ich, auch die meisten, die sich jetzt nach rechts orientieren, die denken gar nicht so. Und das ist ja das Schlimme, dass man denen, ich bin ja um Gottes Willen, das klingt jetzt ganz pervers, aber manchmal ringe ich mit mir, wenn ich da mal so einen dezidierten Faschisten sage, ja, der ist wenigstens ehrlich. Ja, also das ist wenigstens ehrlich. Da kann man irgendwas machen, ein bisschen vielleicht, also körperliche Auseinandersetzung. Aber da weiß ich doch, was ich bekämpfe. Wenn jetzt jemand sagt, nee, ich habe damit gar nichts zu tun, um Gottes Willen, also ich bin doch Sozialdemokrat, ich habe immer SPD gewählt, das stimmt ja auch für viele. Aber jetzt. Ne? Aber Erinnerungen ist es dann doch ein anderes Denken. Ja, ja. Also ich bin mir nicht sicher. Also ich kannte mal in Dortmund einen, nicht nur der sozialdemokratisch orientierten Menschen, sondern es war jemand, der war in der SPD lange aktiv gewesen und auch zu der Zeit noch aktiv und den hätte jeder auch irgendwie eher für einen Linken gehandelt. Und der hatte folgende interessante Behauptung zu machen. Er sagte, ja, also wer hinter der New York Times steckt, das weiß man doch. Wer denn? Ja, da muss man doch nur Times rückwärts lesen. Jetzt liest man das englische Times rückwärts. Was kommt dabei raus? Semit. Ja, eben. Ja, das sind die Juden von der Ostküste. Und die schreiben das eben, das ist ja nicht nur alles falsch, was die schreiben, aber das ist eine jüdische Zeitung, das muss man wissen. Das ist gefährlich, also nicht gefährlich, aber da muss man, das ist schon mal... Man muss die kritischer lesen als eine nicht-jüdische Zeitung. Und das war also unglaublich. Man will nicht sagen, das war jetzt also für Sozialdemokraten typisch, aber auch da hat es sowas gegeben. Auch da. Und also deshalb kann eben das eine wie das andere miteinander zusammengehen. Und das macht die Sache so schwierig. Ich habe ja immer eine alte, so alt auch noch nicht, aber ich habe eine Vorgehensweise, die ich auch für wichtig halte. Bleiben wir beim Beispiel Antisemitismus. Man kann natürlich immer versuchen, und man muss das auch tun, die Argumente von Antisemiten zu widerlegen. Ja, dann wird man aber sehr schnell die Erfahrung machen, man überzeugt viele Antisemiten nicht. Oder auch viele Menschen, die jetzt antisemitische Argumente verwenden, die überzeugt man nicht. Meine Frage ist dann immer auch diejenige, welchen Vorteil hat eigentlich der Antisemitismus für den Antisemiten? Was hat er davon? Der hat nämlich etwas davon. Der hat etwas davon, weshalb er ziemlich, mindestens mal ablehnend, häufig genug aggressiv, meint, man schlägt ihm irgendwie etwas weg, was eine prothetische Funktion hat.
Der Antisemitismus ist eine Prothese für eine Art von Ichlichkeit oder für eine Art von Identität, die auseinanderzufallen droht und die stabilisieren soll. Und das macht die Sache, so unglaublich schwierig, aber man muss das immer im Hinterkopf haben. Ich habe damals, als es um Sartre ging, was mich unglaublich beeindruckt hat, weil ich es überhaupt nicht verstanden habe. Das war dieser Essay von Sartre zum Antisemitismus aus den späten 40er Jahren. Und der endet mit einer ganz markanten Feststellung, der sagt Sartre nämlich, der Antisemit will alles Mögliche sein, das ist ein Felsbrocken, ein reißender Sturzbach oder ein Blitz. Nur eines nicht, Mensch. Naja, er hat gesagt, oh, er will kein Mensch sein, oh, kann ich irgendwie, ich glaube zumindest, das verstehen zu können, aber wieso fallen dem Sartre denn jetzt so komische Beispiele ein? Wieso will der ein Felsbrocken sein? Erstmal drauf kommen, ja, wieso will der ein Sturzbach sein oder ein Blitz? Das ist natürlich vor dem Hintergrund der Sartreschen Philosophie zu verstehen. Das sind die berühmten, die trägen, die inerten Dinge, das an sich sein. Der Mensch, der Antisemit, will mit Hilfe seines Antisemitismus auf diese Seite wechseln. Der will sich zum Ding machen. Eine ganz bestimmte Art und Weise zum Ding machen. Das gelingt natürlich nicht. Also bleibt der Antisemit, kann er nicht aufhören, sich immer wieder und immer neu und vielleicht immer radikaler genau dahin zu entwerfen. Je radikaler er wird und je radikaler die Maßnahmen, je radikaler sein Antisemitismus ist, desto mehr hat er dann das Glück, dass dieses zerfallende Ich doch stabilisiert wird. Auch wenn es versteinert. Also ist mit dem Felsbrocken ist schon überhaupt kein so schlechtes Beispiel gewesen. Ja, ich will lieber Stein sein, als irgendwie sensibel, empfänglich sein, auch verletzlich natürlich. Das will ich alles nicht sein. Ich bin Ding, oder ich will es zumindest sein. Der Antisemitismus, der hilft mir genau über diese Brücke. Und da kann man natürlich, das ist auch kritisiert worden, und das kann man auch bis zu einem gewissen Grad kritisieren, das will ich jetzt gar nicht sagen, gar nicht näher diskutieren. Aber ich halte es eben für eine wichtige Frage und die beständige Suche nach, hey, welche Bedeutung hat der Antisemitismus für den Antisemiten, welche Bedeutung hat der Rassismus für den Rassisten? Ja, er hat etwas davon und das wird man auch feststellen können, wenn man also die Art und Weise, wie etwas artikuliert wird, wie bestimmte Probleme artikuliert werden, wenn man sich das mal näher betrachtet. Also nicht nur, ich neige ja auch immer dazu zu sagen, Gottes Willen, das ist ja völlig indiskutabel, was da jemand vertritt. Ja, also der große Austausch, der da angeblich stattfindet, ist ja selber übrigens auch übersetzt, da von diesem merkwürdigen, wie hieß er denn, Renaud Camus. Der hat das nämlich französisch, ja ich sage mal, tone Renaud sehr, sehr deutlich, weil logischerweise nicht Albert Camus, also bitte nicht falsch verstehen. Die Wissenden mögen mir verzeihen, dass ich da noch darauf hinweise. Der Renaud Camus hat eine ganz interessante Geschichte. Der war also 1968 in Paris auf den Barrikaden, Vertreter der Studentenbewegung. Dann war der lange Zeit an führender Stelle in der französischen Schwulenbewegung tätig, man höre und staune. Und der hat dann aber diese verrückte Theorie vom großen Austausch entwickelt, Le Grand Remplacement heißt das französisch. Die geht etwa folgendermaßen, weil ja die Franzosen ziemlich rebellisch sind. Deshalb ist also die Beschäftigung französischer Arbeiter immer so ein bisschen problematisch, weil die streiken gerne und die streiken für alles Mögliche. Und auch wenn sie keinen Erfolg haben sollten, aber sie streiken erstmal. Und das ist ja für die Wirtschaft nicht so angenehm. Und deshalb ist man also an entscheidender Stelle auf den Gedanken gekommen, jetzt diese rebellische französische Bevölkerung auszutauschen gegen Menschen, die weniger rebellisch sind. Und das sind dann in Frankreich, spielt das immer noch eine große Rolle, natürlich erstmal Muslime und dann noch im Allgemeinen und im Besonderen Muslime aus den ehemaligen französischen Kolonien. Da sind auch viele dann in Frankreich, also da ist sozusagen der Gegner dann immer gleich benannt. Und also die französische, die autochthone französische Bevölkerung, wer oder was auch immer das sein mag, die soll minimiert werden, da werden immer weniger. Und dann wird mit Geburtenraten argumentiert, also dieser ganze Schwachsinn, den man kennt. Ne? Also die Franzosen, die werden immer weniger und die kriegen immer weniger Kinder, aber die Muslime, die vermehren sich. Und das ist aber alles von langer Hand geplant und gesteuert, das ist so die Vorstellung.
Und diesen doch ziemlich idiotischen Argumente hat Sellner übersetzt, also das Buch übersetzt, großer Austausch. Und das ist auch eigentlich nicht so unbedingt akademisch, intellektuell, sondern das ist eher so für die Straße geschrieben, aber es ist eben auch außerordentlich wirksam. Und ja, da würde ich dir recht geben. Also da ist die Frage eben auch zu stellen, Vereinzelung, Konkurrenz und so weiter. Die Leute suchen etwas, was sie dann zusammenschweißt, zusammen und nichts schweißt, leider Gottes, nichts schweißt dann so sehr zusammen oder wenig schweißt so sehr zusammen wie gemeinsame Feinde. Die können dann auch, so ganz auswechselbar sind sie nicht. Ne? Also vor der Deutschen Bank wird man diese Leute nicht stehen sehen. Da werden die nicht tun. Also mit einer nachtwandlerischen Sicherheit. Selbst 2008, Finanzkrise und so weiter, das ist alles Mögliche gegeben. Da hat man lieber eher, Lukas? Nein, ich glaube, das könnte passieren, ja. wenn da, also ich glaube, es tatsächlich nicht ganz so weit gehen zu sagen, man braucht jetzt einen gemeinsamen Feind, sondern ich glaube, dass ganz oft an der Stelle auch für die entsprechenden Personen, ich glaube, das war gerade viel zu sehr ins Detail, für die Person gar kein Feindbild besteht. Sondern dass es erstmal darum geht, ich glaube, und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem. Ich glaube, ihr seid von der, ihr wart ja sowieso jetzt nicht auseinander, ich glaube aber, das, was ihr gerade beide erwähnt habt, ist schon, geht in eine sehr ähnliche Richtung. Identität, Identitätskrise. Und woraus entsteht Identität? Da wären wir wieder bei dem grundlegenden Vortrag. Ich glaube, da, ich würde Ziele oder Feindbilder erstmal per se durch Ängste ersetzen. Ängste? Ängste! Das war ja auch geschrieben mit Unsicherheit und Ängste. Ja, weil ich glaube, das ist ein Grund, um Gottes Willen. Wir haben natürlich eine absolut mittlerweile manifestierte Gefahr von rechts, die das auch ganz klar so für sich definiert und da ganz klar Aussagen trifft. Ich glaube aber, die größte Gefahr, die wir im Moment haben, die wir miterleben, gerade in der letzten Zeit, vielleicht sage ich das auch, weil ich eben jetzt mit meinen mehr oder weniger jungen 30 Jahren noch nicht so viele Zeitspannen erlebt habe, aber ich glaube, dass wir gerade in der letzten Zeit durch Verschiebung von Krisen, Kriegen etc. was miterleben, wo sich in dem Moment Menschen fragen, wie kann ich mich jetzt gerade in der Gesellschaft, und das ist ja unabhängig miteinander gekoppelt, Identität entstehend aus, bleiben wir jetzt einfach mal dabei, entstehen aus Gesellschaft, entstehen aus soziologischen Gefügen und dann eben dementsprechend auch politischen Gefügen. Wodurch entsteht das? Und dann wart ihr gerade beim Arbeitsmarkt. Ich sage, wir haben eine so mittlerweile schnell lebende Gesellschaft, die immer schneller wird durch eben auch, durch Krisenkriege, die wir jetzt auch nicht nur aus zweiter, dritter, vierter Erzählung miterleben, sondern auch, Stichwort Corona etc. pp. Eigenen Leib miterlebt haben oder eben dementsprechend gerade noch miterleben, dass ganz, ganz mannigfaltig Ängste entstehen, die aber eben erstmal keine Lösung haben. Ich glaube, dass da, ich glaube, das ist ganz einfach zu analysieren, wenn man sich die Historie der Menschheit anguckt. Ich finde, es gibt schlicht und ergreifend, so ein bisschen vergleichbar mit Flucht hier, rechte Ideologie ist halt zu Beginn, und das ist halt leider die Kunst, das muss man perverserweise so festhalten, zu Beginn die einfache Lösung. Und die einfache Lösung ist natürlich als Fluchttier, wir setzen uns jetzt in das gemachte Nest. Was ist das gemachte Nest? Und sobald viele Küken im gemachten Nest sind, fühle ich mich wohler als allein. Und dann entstehen diese Gruppengefühle. Ich glaube, das ist, und da, ihr habt euch gerade einmal über SPD-WählerInnen unterhalten, die dann gegebenenfalls aber was ganz anderes denken. Ich glaube, die Hauptgefahr ist, dass diese Personen, die ich hatte so ein, Leben ist jetzt ein Tag an der Kasse, das ist so ein bisschen wie das neue, ich bin kein Nazi, aber ich glaube, dass diese Personen, und das ist die Gefahr, gar nicht sagen, oh, ich wähle aber immer SPD und eigentlich denke ich anders, sondern gar nicht wissen, dass sie anders denken. Ich glaube, das ist die Gefahr. Ja. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, und diese Dame an der Kasse jetzt einen Tag hatte sich dann eben über eine Situation geärgert, da wurden Joghurt nicht zurückgestellt und dann hatte man kein Geld dabei, mein Bruder, der Bengel war 6 Jahre alt,
völlig egal. Aber passt jetzt irgendwie gerade anscheinend nicht in ihr Weltbild und sie fing das Gespräch an. Mit welcher Intention ist dieser Satz wichtig? Sie fing das Gespräch aber an mit dem Satz, ich wähle ja nicht AfD, aber das und das und das und das. Und ich glaube, das ist eine manifestierte Angst in den Personen. Und das ist, glaube ich, die Hauptgefahr, dass die Personen selbst das tatsächlich intuitiv mittlerweile so drin haben, das ist gar nicht, ich will da niemanden in Schutz nehmen. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist auch, natürlich entstehen dann auch ganz viele Dynamiken. Ich meine, wir kennen Online-Foren, wir kennen aus jüngster Historie jetzt Sachen wie diese Lustbarkeiten auf Sylt etc. pp. Ich meine, gut, jetzt wurde es halt einmal zufälligerweise gefilmt. Das sind Dinge, die passieren an gewissen Orten tagtäglich. Da sind aber definitiv Personen, das sind nicht, und da bin ich jetzt wieder, um das irgendwie, um dann den Anschluss zu kriegen, da bin ich dann bei dir, dass ich sage, da sind mir teilweise dann nicht, dass man sich das zurückwünscht, obacht, aber teilweise Gefüge, die wir in Dorsfeld haben, sind einfach auf den, für den politischen Diskurs teilweise lieber, weil man ganz klar weiß, wer ist die Person, wofür steht die Person ein und worauf müssen wir vielleicht in der Zukunft achten, um diesen Personen keinen Raum zu geben. Ich glaube, das Problem ist, dass wir mittlerweile den Raum einfach freigegeben haben, aufgrund der Tatsache, dass wir ihn nicht mehr, ja, nicht mehr greifen können, nicht mehr definieren können. Und ich glaube, da muss ich, und da muss vor allem linke Politik, linke Ansichtsweisen, linke Haltungen sich einfach ganz klar positionieren und sagen, wir müssen jetzt gerade nicht definieren, was wir sind, wer wir sind, sondern fordern da einfach diesen Dingen keinen Raum zu geben. Und das ist, glaube ich, im Moment unglaublich schwierig, von diesen Grundängsten, die da sind, wegzukommen, weil dafür Gesellschaft einfach viel zu schnelllebig ist mittlerweile. Also grundsätzlich bin ich da komplett bei euch beiden. Was mir da tatsächlich jetzt fehlt, auch im Moment so eine Diskussion ein bisschen, sobald wir den Fokus verändern und sagen, wir denken jetzt von einer linken Haltung aus, argumentieren wir auch im Begriff der Identität dann immer gegen eine andere Haltung. Aber gerade kam, ich finde dieses Dagegensein auch 100%ig begründet, das meine ich jetzt nicht. Aber was wirklich gerne anschließen würde, und das fehlte mir, was heißt fehlte, ne? Auch im Vortrag war das für mich als Fragestellung offen. Identität, du hast mehrfach gesagt, das ist ein Begriff, der, oder auch der Ich-Begriff, der ist verankert. Er ist verankert in bestimmten Milieus, der ist verankert in dem, was ich lebe, in meinen Erfahrungen und. Und ihr habt jetzt mehrfach alle gesagt, die Rechte hat vermeintliche Antworten, vermeintlich einfache Antworten. Für mich ist es momentan eine Frage, wie eine Linke sich wieder reorganisieren kann, dass wir für eine größere Mehrheit auch wieder diese Antworten haben. Die Antwort kann nicht sein, dass man sagt, das andere ist falsch, denn das ist es definitiv. Wir erkennen auch möglicherweise, warum es nicht konstituiert. Wir erkennen auch, da kam von mir die Frage, Identitätspolitik. Ich assoziiere nämlich momentan auch immer sofort eine bestimmte rechte Theoriebildung. Das heißt, auch dieser Begriff ist jetzt bereits besetzt. Wir lassen quasi zu, dass immer mehr Begriffe, die durchaus auch zukunftstragend sind möglicherweise, rechts besetzt werden. Und ich frage mich wirklich, wie schafft man das, da auch wieder so etwas wie identitätsstiftend Ich sagen zu können aus einer linken Position. Ein selbstbewusstes Ich. Ein richtig besetztes Ich im Sinne von Konkurrenz und wir müssen uns gegenseitig irgendwie höher stellen oder so, sondern ich möchte, weil es vielleicht gut ist für die Gemeinschaft oder sowas und um halt auch eine Meinung zu bilden, um sich irgendwie weiterzubilden und auch das Individuum zu fördern an der Stelle und sich auch weiterzubilden. Das braucht ja irgendwie ein Ego, also ein gewisses Ego, was aber nicht negativ belastet ist. Richtig.
Also das ist ja auch wichtig, dass einer linken Identität, wenn man es so sagen könnte, zu stärken, die was von einmal von diesem Verlust bestimmter proletarischer Welten. Ja, ja. Und das hat natürlich auch ganz viel mit dem Verlust bestimmter Produktions- ja, natürlich. Ja, klar. Ja, das ja, also wir habe ich gefasst unter Krise des Rassismus. In eine Zukunft, in der die Arbeit komplett neu definiert werden wird. Mhm. Im Grunde genommen auch bis zu einem gewissen Grad sogar obsolet werden wird. Mhm. Und Beteiligung von vielen gleichberechtigten Beteiligungen wird da eher schwieriger als geringer. Und nach meinem Dafürhalten werden bestimmte kapitalistische Strukturen schon daran scheitern, dass diese Art der Arbeit, die sich da gerade konstituiert, auf die sogenannte wahre menschliche Arbeitskraft immer weniger regulieren muss. Und das wird ja etwas machen in Zukunft. Wir denken inzwischen auch immer globaler und müssen globaler denken. Thema in Umweltproblematiken und. Es entstehen momentan Problemfelder, die werden natürlich besetzt, ganz klar, auf jeden Fall, und wir setzen uns damit auseinander. Aber wir bilden so merkwürdige Inseln, also wir bilden im Bereich der linken Haltung eigentümliche Inseln und schaffen es nicht, einer gewissen Grundidee, einer zukunftsweisenden Grundidee Andockpunkte zu vermitteln. Da würde ich sogar so weit gehen, das ist natürlich sehr provokant gedacht und formuliert, jetzt nochmal formuliert, was wir in weiten Teilen einer vermeintlich alternativen Bewegung, die von etwas fantasielosen Journalisten immer gerne so als linke Bewegung bezeichnet wird, da würde ich schon mal ein großes Fragezeichen hintersetzen, aber was wir da erleben, das ist tatsächlich der Versuch, so etwas wie soziokulturelles Kapital zu konstituieren, durch die spezifische Art und Weise, wie also auf ganz bestimmte Probleme rekurriert wird. Dass auch diese Probleme, also erstmal muss man diese Probleme ja selbst ihrerseits identifizieren. Ja, also die berühmte Geschichte, was ist denn jetzt Geschichte? Ja, wieso was ist Geschichte? Wollen wir uns die Geschichte angucken? Ja, aber das ist jetzt schon, weil das beginnt ja schon auf einer zu hohen Ebene. Ich muss ja schon eine gewisse Vorstellung von der Bedeutung des Begriffs Geschichte haben, damit ich mir Geschichte angucken kann. Weil das Erdbeben von Lissabon, gegen das Voltaire im Namen der Vernunft protestiert hat, war das ein historisches Ereignis? Ja, irgendwie ja, schon. Andere würden sagen, nein, das war ein Naturereignis, das war ganz schrecklich für die Leute, die da gestorben sind, aber historisch war es gar nicht so bedeutsam und dergleichen mehr. Also man hat immer schon eine gewisse Vorstellung, die ist da am Start und ich bin da, also die vieles von dem, was da passiert, in diesem vermeintlich linken Milieu, was aber, wie ich meine, auch ansatzweise an die Stelle eines linken Milieus getreten ist, das ist tatsächlich Identitätskonstitution durch Entwicklung von, ich habe mal gesagt, soziokulturellem Kapital. Was überhaupt nicht heißt, dass jetzt, was da vertreten wird oder was da gefordert wird oder was analysiert wird, dass das a priori falsch wäre. Aber es ist eben immer, immer ist auch nicht richtig, aber es hat häufig jedenfalls mindestens auch mal diese andere Bedeutung, die noch viel zu wenig in unser aller Bewusstsein ist. Das ist das eine. So, was meine ich damit? Jetzt komme ich wieder zu dem, was du gesagt hast. Diese Art von Kapitalkonstitution, jetzt im Sinne von Bourdieu, die wir so von Marx, die hat etwas zu tun mit dem Verdrängen, Verneinen, Vergessen einer ganz bestimmten Analyse, die ich jetzt als linke Analyse bezeichnen würde, nämlich wie funktioniert so etwas wie Kapitalismus überhaupt? Was ist denn das Kapitalismus? Ja, also Kapitalismus, es gibt auch Rechte, die sagen, wir sind gegen den Kapitalismus. Ganz schrecklich. Ne? Kapitalismus ist was Schreckliches. NPD hat es immer gesagt, wir gegen Kapitalismus, nein. Also deutscher Sozialismus, Gott, das gab es auch schon vor fast 100 Jahren, diesen Begriff, noch eher sogar. Und also das gibt es auch. Nein, aber ich rede jetzt von einer ganz bestimmten Art der jetzt wirklich marxischen Kapitalanalyse, die ich für unabdingbar halte. Nicht, da darf man nicht stehen bleiben. Ne? So nach dem Motto, da hat Marx alles, der hat das für uns getan und jetzt müssen wir das Kapital lesen und dann wissen wir, so ist das nämlich. Nee, das ist ein Ausgangspunkt. Aber immerhin als Ausgangspunkt wichtig. Und das fehlt weitgehend. Das ist weitgehend verschwunden.
Leider. Und damit, ich meine, ich will nicht, dass eine gegen das andere ausspielen. Also ich bin nun etwas älter als viele Menschen, leider. Ne? Aber ich kann mich noch also an die Konsequenzen einer in diesem Sinne fehlerhaften Politik erinnern. Ich werde nicht vergessen, also ich habe das damals nicht analysieren können als ganz junger Mensch. Aber mir war es unsympathisch, was da passierte. In einer politischen Gruppe, aktiven Gruppe in den 70er Jahren, da gab es einen schwulen Genossen, der hat einfach gesagt, ich brauche mehr Zeit für mich als andere, weil ich als Schwuler größere Schwierigkeiten habe, einen Partner zu finden und mit dem also eine Liebesbeziehung und sei es auch eine sexuelle Beziehung aufzubauen und nur, Entschuldigung, das war schon wieder falsch. Okay, ich brauche mehr Zeit, also ich habe weniger Zeit für die politische Arbeit. Das war jetzt so, was er zum Ausdruck bringen sollte. Und dann sagte ein anderer Genosse Folgendes. Ja, Genosse, das ist ja alles schön und gut, aber du musst doch mal einsehen, du bist doch nur ein Nebenwiderspruch, werde ich nie vergessen. Du bist nur ein Nebenwiderspruch. Also du, gemeint ist Hauptwiderspruch, Lohnarbeit und Kapital. Und Schwule, ja natürlich sind wir gegen Schwulenunterdrückung. Natürlich, da gab es noch den § 175 im Strafgesetzbuch, sind wir dagegen, die KPD in der Weimarer Zeit war auch schon dagegen. Ja, allein schon deshalb würde dagegen sein, aber einem Menschen zu sagen, du bist ein Nebenwiderspruch und dann auch noch in der Variante ja nur ein Nebenwiderspruch, so nach dem Motto, kommt hier dagegen. Das war die Zeit, da wurde auch von der sogenannten Frauenfrage geredet. Gut, Frauenfrage ist ein problematischer Begriff, würde ich heute auch nicht mehr so benutzen, aber sogenannt, darauf kommt es mir jetzt an, oh, das ist auch ein Nebenwiderspruch. Ja, ja, es gibt Frauenunterdrückung, das ist auch ganz schrecklich und wir tun das ja nicht als aufrechte Linke. Aber entscheidend ist doch das, was in den Fabriken passiert. Ne? Und das jetzt gegeneinander auszuspielen, so nach dem Motto, nach der Revolution, dann machen wir das alles. Nee, das ist falsch. Falsch ist aber natürlich auch gefährlich. Falsch und gefährlich ist aber auch jetzt sozusagen bestimmte, das habe ich jetzt kulturalistisch, soziokulturalistische Konstitution oder kulturelle Konstitution von entsprechendem Kapital genannt, das jetzt gewissen alternativ zur Kapitalanalyse jetzt im Marxischen Sinne zu betreiben. Und sich gar nicht mehr zu fragen, wie funktioniert denn eine kapitalistische Gesellschaft? Gut, es gibt Postkolonialismus, da kann man das kaum ganz streichen. Und Antiimperialismus kann man schlecht streichen. Es gibt andere Begriffe, ich als Schwuler habe jetzt erstmal mit der Kapitalverwertung nicht so viel zu tun. Dass so insgesamt da ein, wie soll ich sagen, auf kulturelle Felder rekurrierendes, alternatives Milieu, die Organisation oder milieugewordene Verdrängung oder Verneinung wichtiger Erkenntnisse ist, von denen ich mindestens mal naiv immer noch glaube, dass es die mal gegeben hat. Vielleicht ist das ja auch einfach zu naiv gedacht, aber das ist natürlich falsch und wie ich meine auch gefährlich. Also da müsste beides möglich sein. Und das hast du ja vorhin zum Ausdruck gebracht. Ne? Also Leute werden rechts unter anderem aufgrund von Vereinzelung und Konkurrenz. Natürlich gibt es auch ganz andere Rechte. Ja, wo man dann sagen kann, also. Ja, ich glaube, ne, dass da auch noch was anderes mit gemeint war. Ja, ja. Nämlich einfach wirklich dieser Umgang mit realen Ängsten, die Menschen gegenwärtig haben. Und Fragen, die daraus entstehen, du hast gerade mehrfach auf eine bestimmte Theoriebildung verwiesen, auf die nicht mehr verwiesen wird. Und ja, möglicherweise ist das sogar ein Schlüssel, aber ich wollte da eigentlich nochmal zurück auf den Begriff der Identität, der, wie ich auch finde, Identitätspolitik, wann immer du, man sieht es ja immer schon an der Publikation, dass dieser Begriff ist inzwischen dabei, rechtsbesetzt zu werden. Ja, ja, klar. Und für mich ist dann tatsächlich die Frage, welche Antworten haben nicht wir jetzt als Mini-Gruppe, sondern welche Antworten kann man eben auch auf diese Ängste haben? Ja, zum Beispiel würde ich jetzt einfach mal anknüpfen, weil also Sarah Wagenknecht hat sich da ja abgespalten und jetzt ihr Bündnis gegründet und so weiter. Was ja in dem Sinne, also viele, sag ich mal, die Linken finden das nicht so cool, aber sie fängt natürlich trotzdem wieder die auf, die halt sonst andere vielleicht wählen würden, was dann auch wieder gut ist.
hat natürlich auch komische Punkte mit Russland und etc., was ja auch schwierig ist. Aber sie versucht ja auch diesen Begriff Identität nochmal aufzugreifen, auch in diesem Buch irgendwie, was sie da geschrieben hatte. Um da vielleicht irgendwie aus, also sie versucht irgendwie anti-elitär, glaube ich, vor, irgendwie da anzuknüpfen und irgendwie gegen Eliten und sowas zu sein. Was ich irgendwie sehr, an sich sehr spannend finde, weil ich habe das Gefühl, dass es, also das ist jetzt so ein Gefühl, dass es halt viel in elitäre Richtungen geht, sowohl von rechter als auch von linker Seite, um halt da irgendwie so einen gewissen Bubble oder eine Stärkung zu entwickeln, um halt irgendwie sich neu zu positionieren und mehr zu ziehen in dem Sinne. Also wenn ich das Wohlwollen kommentieren sollte, was mir also offen gestanden auch vielleicht schwerer fällt als dir, dann ist Sarah Wagenknecht ja jemand, die also an ganz wesentlichen Punkten noch also so von einer eher traditionellen Arbeiterbewegung argumentiert. Und die dann sagt, ja mein Gott nochmal, also das ist ja sehr schön, also politisch korrekt zu sprechen, und dann ist also der Vater von der armen Pippi Langstrumpf, der ist dann eben nicht mehr Negerkönig im, wie war das, Takatuka-Land, sondern das muss man eben anders nennen. Aber das interessiert doch die Leute, um die es uns eigentlich geht, interessiert das doch gar nicht. Und da würde ich auch sagen, ja, kann ja sein, dass es die nicht interessiert, vielleicht sollte es sie aber interessieren, Punkt 1. Sie ist halt sehr konservativ. Würde ich sagen. Ja, ja, ja. Nein, sie hat auch eine gewisse Art von, ich habe sie auch lange, also bestimmte Sachen von ihr gelesen, ihre Dissertation ist ganz interessant, das ist jetzt kein Abschweifen, sie hat über Hegel geschrieben und ich bin damit meistens überhaupt nicht einverstanden, aber Hegel ist dann unsicherer Kantonist, ist ein gefährlicher, oder problematisch, oder problematisch, sondern problematisch, problematischer Kantonist, weil bei Hegel gibt es, wenn man hier die Frühschriften liest, ist tatsächlich sowas wie, da wird eine Gemeinschaft beschworen. Also der Geist Gottes in der Gemeinde, also die sogenannten theologischen Frühschriften, wenn man jemanden wie Žižek liest, der sagt ja, da war Hegel ja noch Faschist. Das war der nie, um Gottes Willen, mal ganz abgesehen davon, dass der Begriff gar nicht existiert und so meint der Žižek das auch nicht, aber das war im Grunde genommen eine Argumentation, die dann auf der rechten Seite wiederkommt, wiederkehrt. Und bei Hegel gibt es den Bruch mit der Jenenser-Philosophie und da kommt die Nacht der Welt und jetzt werde ich schon wieder zu detailliert. Da kommt aber eine radikale Gegenposition. Und bei Wagenknecht ist so ein bisschen die alte dann auch noch enthalten. Gut, also sie hat immer so ein bisschen mit Gemeinschaft und positiv besetzte Gruppen und so weiter. Da hat sie, wie ich finde, einen etwas zu sorglosen Umgang gehabt. Man kann ja auch nicht sagen, also jetzt nieder mit der Gemeinschaft und also was jetzt... paraphrasiere Thatcher, there is nothing like society, also es gibt keine sowas wie Gesellschaft, gibt es nicht, es gibt keine Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist ganz schrecklich. In Deutschland ist der Begriff von Tönnies, nicht? Gemeinschaft und Gesellschaft, ein Klassiker des ausgehenden 19. Jahrhunderts, auch ganz problematisch. Also dann gibt es die warmen Gemeinschaften, ja, also wo es dann also Menschen noch also eine enge Beziehung zueinander haben. Und das geht dann bis hin zu solchen Überlegungen wie also früher, als dann, also da gab es noch Dorfgemeinschaften und da kannte jeder jeden. Und da konnte man sich dann auf die Leute verlassen und so, das stimmt ja auch alles. Das ist so ein bisschen Pfadfinder-Style. Also das ja, ist ja auch eine Gemeinschaft, ich bin da ja auch lange drin und ja. Seit Ewigkeit irgendwie was mega positiv ist, weil man sich aufeinander verlassen kann. Ja. Weil man irgendwie eine Gemeinschaft schafft, man Jugendliche und Kinder angehören. Er zieht sie in Anführungsstrichen. Ja. Nein, also der Begriff Gemeinschaft. So weiter, aber ne, da gibt es dann auch wieder Problematiken, ja, sozusagen, was ich jetzt gar nicht ausführen möchte, aber das finde ich geht in diese Dorfgemeinschaft-Richtung. Ja, ja. Die ja sehr konservativ ist auch dann an der Stelle. Aber was du sagst, finde ich absolut wichtig, das geht so in diese Richtung. Also, was ich gerade wenig meinte, es gibt unglaublich wenig Anschlussfähigkeit im Moment für eine ja, sagen wir mal, breite Mehrheit an bestimmte linke Theorien. Hm, ja. Ja, ja. Also das driftet sehr, sehr schnell dann in
eine Art von Theoriesetzung und Theoriefindung, die, du hast gerade gesagt, Pfadfinder, aber die einfach Menschen ausbildet. Ich habe es ganz schlecht formuliert bekommen. Meine Frage vorhin war und ging eben in die Richtung. Du hast am Anfang kritisiert, darauf hingewiesen, dass eine Rechte einen sehr, sehr anschlussfähigen Identitätsbegriff stiftet und hat. Und genau, also auch deine Antworten sind dann sofort wahnsinnig komplex. Ja, klar. Na, aber ich würde mich da wirklich fragen, wie bekomme ich so eine Diskussion überhaupt mal vermittelt? Wenn man einfach tatsächlich sitzt mit jungen Menschen, älteren Menschen, wem auch immer diskutiert, welche anschlussfähigen Thesen haben wir, ohne, und die Rechte bietet das momentan. Ja, es kann Niederschwelligkeit, Einfachheit, Einfachheit des Diskurses. Den Einstieg, ne? Das vermisse ich unglaublich. Ja, natürlich. Ja. Deswegen ist dieser Raum ja jetzt zum Beispiel auch ganz cool, der jetzt eröffnet wurde, um halt erstmal Input zu bekommen von einer geschichtlichen Ebene und politischen, gesellschaftlichen Ebene oder sozialwissenschaftlichen. Und sich da halt nochmal neue Meinungen zu bilden, was diese Räume gibt es halt vielleicht in Universitäten. Nicht alle haben irgendwie die Möglichkeit, in die Uni zu gehen, weil da irgendwie Familie ist oder arbeiten ist oder sowas. Und da dann halt auf linker Ebene eine Niederschwelligkeit zu bieten, das glaube ich sehr. Und auch die Möglichkeit zu bieten, sich überhaupt eine Meinung zu bilden und irgendwie kognitiv daran zu gehen, weil also mir persönlich fällt es super schwierig, oder so schwer überhaupt sich da jetzt eine Meinung zu bilden und wirklich auch ganz tief zu gehen in verschiedene Thematiken und so weiter. Also jetzt Identitätspolitik ist halt ein ganz, ganz komplexes Thema, anzuknüpfen. Ja, deswegen finde ich halt diesen Raum sehr, sehr Ja, natürlich, das ist richtig. Ja, also ich spreche natürlich auch nicht, weil ich jetzt irgendwie eine Lösung anzubieten hätte. Also nein, das ist quasi auch nicht gemeint, aber dieser Spalt zwischen Gewordenheit einer bestimmten politischen Situation, das gestaltet sich im Moment, finde ich, schwierig. Und leider zeigen das ja auch bestimmte Zahlen und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich jetzt auch zu reorganisieren und auch stärker zu werden im Argument wieder, also nicht in der Phrase, sondern wirklich im Argument und nicht in der Parole, sondern im Argument. Und auch nochmal, deshalb finde ich eben auch so einen Raum ganz, ganz wichtig und hoffe, dass man da eben auch Menschen anspricht, die sagen, ich habe da jetzt einfach mal Spaß mitzudiskutieren und aber das, genau was du sagst, ne, das finde ich da auch schwierig, da hat sich ein gewisser Spalt aufgetan. Man nimmt offensichtlicher bestimmte Menschen weniger mit oder auf eine Art mit, die nicht mehr die keine Mehrheitsfähigkeit stiftet, sag ich mal so. Ich finde das ganz, ganz schwierig, weil alles klingt da negativ. Das meine ich gar nicht. Ich kriege es einfach da an der Stelle auch so nicht ohne weiteres formuliert. Aber da muss, glaube ich, wirklich etwas passieren, weil wir sonst ganz, ganz viel Boden einer politischen Haltung lassen, der gar nicht mehr zurückzugewinnen sein wird. Ich wollte noch mal sagen mit dem, zu dem Thema Pfadfinder, ist es auf jeden Fall ein positiver Raum, also jetzt gar nicht irgendwie negativ belastet, sondern ist es zwar irgendwie aus dem Dorf heraus, aber das bietet halt Kindern und Jugendlichen vor allem den Raum, sich wirklich eine Meinung zu bilden und sich auch in der Gesellschaft oder in einer Gemeinschaft eine Rolle auszubilden, was halt sehr, sehr wertvoll ist, was sich dann auch übertragen kann in die normale Gesellschaft, auch im Erwachsenenalter, was halt ganz viele Kinder und Jugendliche
in der Schule zum Beispiel nicht lernen. Aber trotzdem, ja, es gibt auch Gemeinschaften, die das halt negativ nutzen. Also, die das ausnutzen. Ich bin jetzt zum Beispiel im DPSG-Verein, also das ist auch ein katholischer Verein, die aber trotzdem auch aus der Widerstandsbewegung kommen sind, die an die katholische Kirche angeknüpft sind, aber trotzdem eigener Verein sind und sich teilweise sogar auch gegen kirchliche Institutionen richten oder das ablehnen. Und auch sowas wie jetzt die Sprecherin, die so Spiritualität und sowas hat sich jetzt halt auch für die LGBTQ-Szene ausgesprochen, was halt der katholischen Kirche gar nicht passt. Also das ist sehr revolutionär, was da jetzt gerade passiert. Dementsprechend würde ich das jetzt gar nicht so krass in diese katholische Schiene stecken. Aber ja, es gibt auf jeden Fall auch so Ordenspfarrer, die da wiederum das nutzen, also die katholische Kirche. Und also da bin ich gar nicht sicher. Das geht halt gar nicht und man möchte ja auch Kinder und Jugendliche nicht indoktrinieren. Ja, also dementsprechend. Also ich werde nie vergessen, das war eine große Demonstration in Bonn. Ich weiß nicht, ob das Friedensbewegung war, weil irgendwie so. Maria 2.0, diese? Nee, vor 40, 50 Jahren. Da gab es so eine Gruppe Christen für den Sozialismus. Das war aber, glaube ich, nicht konfessionell gebunden. Also waren Katholiken, Protestanten und andere. Und die hatten aber ein riesiges Transparent da, zentraler Stelle, etabliert, aufgestellt. Da stand dann irgendwie, macht euch keine Illusionen, der Heilige Geist befiehlt, macht die Revolution. Oh Gott. Ja, das war... Also das war lustig gemeint, also um Gottes Willen, da war kein Sektierer und ich auch nicht. Die Diskussion kenne ich auch noch, Gottes Willen, irgendwie Kirchen darf man nicht zusammenarbeiten, das ist ganz schrecklich. Und dann wurden geschichtliche Beispiele dabei zitiert. Also, naja, nein, also das meine ich. Also das ist schon, Gemeinschaft, da waren wir jetzt. Ja, also ich finde es wirklich schwierig. Also ich bin auch der Letzte, der jetzt sagen würde, wir müssen Gemeinschaft oder sowas bekämpfen. Erstmal geht es gar nicht. Gemeinschaft ist ja super wichtig. Also der Mensch ist ja ganz wesentlich. Darum geht es ja eigentlich, eine Gemeinschaft zu schaffen. Genau. Und eine, wo Menschen sich individuell ausdrücken können und sich eine Meinung bilden können und das trotzdem funktionieren kann, dass Menschen sich eine Rolle entwickeln und trotzdem eine Existenz funktioniert, die halt Frieden schafft. Irgendwie. Richtig. Also die funktioniert, Diskussionen sind total wichtig und auch Auseinandersetzungen und auch sowas, ne? Aber generell halt überhaupt gemeinschaftsfähig zu sein, das ist halt eine ganz schwierige Geschichte, glaube ich, momentan in der Gesellschaft, weil es sehr gespalten ist irgendwie. Die einen kommen nicht mit denen klar, das sieht man ja auch schon gespalten in der Linken. Also, das ist ja. Ja, das Perverse. Wenn man nach Norden gucken und dann sieht man das Black Pigeon, was total verfeindet ist mit dem Nordpol. Aber es sind jetzt schon zwei linke Einrichtungen sozusagen, die aber nicht so gut zusammen funktionieren, irgendwie komischerweise. Weil die einen eher so in die Richtung Anarchie gehen, die anderen sind irgendwie eher linksextremer. Einfach auf das einzelne Individuum und quasi diese, wenn wir bei Identitätskrise bei einem selbst und bezogen auf die eigene Idee und vielleicht verschiedene Ideen, wie man sich gesellschaftliches Leben vorstellen könnte und das, wie es aber eben umsetzbar ist, und dann sind wir dann auch wieder bei Ängsten und bei Gemeinschaft. Ich finde zum Beispiel, ich fand es total interessant, dass wir jetzt vor allem gerade PfadfinderInnen und Pfadfinder, ja, wie nennen wir es dann offiziell, schafften. Oder auch meinetwegen Falken. Ne? Ich finde, das sind so, klar, da sind wir dann natürlich ganz klar auch bei politisch entstanden. Aber ich finde, dass das nochmal in der Historie eigentlich die letzten, überwiegend wirklichen Gemeinschaften sind, die teilweise ja auch Lösungsvorschläge, auch heute Lösungsvorschläge hätten. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich meine, mit in sich selbst irgendwie so ein bisschen gespaltene Persönlichkeit, dass aber eben die gerade schon mal erwähnte Schnelllebigkeit der Gesellschaft, vor allem kapitalistisch orientierte Gesellschaft, in der
ja, das Kapital, das entsteht aus Arbeit, das vermeintlich Wichtigste ist, und wir müssen jetzt schnell unseren eigenen Arsch retten und müssen gucken, wo wir irgendwie die eigene linke Idee anbringen können, aber das dann eher so beim, ich sag mal, beim, ja, beim Politjob in der Gemeinschaft, die ich dann sehr liebe und schätze, aber ich muss dann trotzdem 9-to-5 arbeiten gehen. Und da sind gar nicht mehr diese, da ist quasi nicht mehr der Raum für diese Gemeinschaft weiter zu denken. Ich denke da immer, ich bin da ganz schnell bei Pfadfinder und dann den Wechsel zum Beispiel im Hinblick auf andere, ich sag jetzt mal Areas in dieser Welt, in der gezeigt wird, es kann in Gänze inklusive Arbeit auch politisch gedacht funktionieren, Stichwort Kibbuzime in Israel. Ja, da funktioniert es als Gemeinschaft komplett. So. Ne? Da funktioniert es definitiv, da funktioniert es seit Ewigkeiten, Jahrzehnten, Jahrhundert, wie auch immer. Ich glaube, da wird gezeigt, dass Gemeinschaft und zum Beispiel Arbeit und Ideale, linke Ideale, wenn wir über Politik zu reden, funktionieren können. Ich glaube aber, dass das eben im Moment so ein ganz, ganz massiver Punkt ist, wo wir, und da sind wir jetzt genau bei dem, was ihr gerade gesagt habt, wo ich glaube, es ist auch vor allem einfach wichtig, Räume zu geben, Diskurs zu schaffen, Offenheit gegenüber Gesprächen, die Zeit zu geben, weil ich glaube, dass ansonsten eben immer weiter für einen selbst gar nicht diese politische sogenannte Schere, die auch mal auseinanderklappt, sondern dass diese Haltung für einen selbst auseinanderklappt, dass man dann irgendwann auch als, das ist ja bei ganz vielen, das ist ja ein Phänomen, bei ganz vielen, ich sage jetzt mal Urlinken, die auf einmal an ja, Nullpunkt ihrer selbst stehen, auf einmal quasi von der positiven auf die negative Y-Achse schlagen und auf einmal in Kreisen auftauchen und denken, das ist jetzt aber genau mal die andere Richtung. Und das dann auf einmal komplett radikal lenken, weil auf einmal dann dieser Switch ist von, ich kann es jetzt gar nicht mehr denken und jetzt ist die Angst so groß, jetzt kriege ich da die Antwort. Sondern das finde ich, deswegen finde ich diese Gemeinschaft, das generellen Feld, das finde ich total spannend. Und deswegen finde ich, müssen wir das halt, also man darf, auch da, dann sind wir wieder bei Barbara, die ja gesagt hat, es gibt einfach viele Begriffe, die mittlerweile indoktriniert werden, sind, die definiert sind nahezu. Ne? Das war, sobald man Identität, Allein die beiden Begriffe. Heimat. Ja, Heimat. Dann nehmen wir den noch mit dazu. Die drei Begriffe jetzt ganz polemisch gesagt. Auf einem Plakat. Identität, Gemeinschaft, Heimat. Und damit stellen wir uns jetzt auf den Wertplatz. Mal gucken, wie lange das dauert, bis irgendwas. Ne? Da kann ich auch nur sagen, da sollte man, wenn man noch liest, das Prinzip Hoffnung, dass jeder ein Wort schreibt.